Willkommen zur zweiten Folge meiner neuen Matrix News. Diese Videos sind anders als meine anderen Videos. Sie kommen aus einer anderen Frequenz, für die ich mich jetzt im aktuellen Quantensprung öffnen durfte. Und ich wünsche mir, dass sie viele Menschen erreichen, um das aufzuhellen, was jetzt gerade auf der Erde geschieht. Du kannst dein Herz öffnen und dir erlauben, das an Informationen für dich aufzunehmen, was du jetzt brauchst, um deinen Aufstieg, deinen Quantensprung, deinen Wandel und damit auch den Wandel der Welt voranzubringen. Ich sitze vor meinem Sternentor des Einsseins, dem Jahressterntor für 2024 und nehme diese Matrix News am 12. August 2024 auf, inmitten eines Dreifach-Sonnensturms. Die Matrix ist Gefühl, Gedanken, Aktion. Seit Jahrtausenden aufgebaut von vielen, vielen Menschen. Menschen, die ihr eigenes Sein inmitten ihrer Epochen so gut wie möglich auf Erden leben wollten und immer noch leben wollen. Viele Seelen kamen und gingen in der alten Matrix, haben sie neu gespeist, neu aufgebaut, haben sich in ihr verloren und wiedergefunden. Ihre Zeit endet jetzt, die Zeit der alten Matrix. Das, was jetzt an Sonnenkraft auf die Erde kommt, reißt Löcher in die alte Matrix. Löcher, durch die der Ursprung allen Seins sichtbar wird, fühlbar wird. Dieses Gewebe, das gesponnen wurde aus Gier, Kriegslust und Machtlust, wird zerrissen. Durch jeden einzelnen Menschen auf Erden, durch jede Seele, die sich jetzt inkarniert hat und die leuchtet. Ja, der Übergang sorgt für viele intensive Emotionen. Du kannst diese Emotionen nutzen, bündeln. All das, was du als negative Gefühle empfindest, zusammen zu einem leuchtenden Ball direkt vor deinem Herzen. Lass all diese Gefühle, von denen du weißt, dass sie dir nicht gut tun, in diesen Ball hineinfließen. Und wenn du das Gefühl hast, dass dieser Ball alles aufgesogen hat, was dich im Moment überlastet, dann wandle diese Gefühle. Entscheide dich dafür, diesen Ball aus alten negativen Emotionen in das purste, reinste Licht und in die intensivste Liebe, die du je gefühlt hast, zu verwandeln. Ja, es ist eine Prüfung und du kannst sie meistern. Du hast die Möglichkeit dazu, du hast das Potenzial, diese Kugel zu verändern, diese Kugel wirklich intensiv aufleuchten zu lassen. Und wenn du diese Kugel, die satt gefüllt ist mit Liebe und göttlicher Energie, dann
in den Kern der alten Matrix schickst, mit den besten Wünschen für das neue Zeitalter, mit allen Gefühlen, die du dann fühlen willst, mit Liebe, Toleranz, Respekt, Wertschätzung, Miteinander, Freundschaft. Wenn du diese Kugel mit diesen Gefühlen in den Kern der alten Matrix schickst, wirst du so viel dafür tun, dies zu verändern. Den Übergang leichter zu machen, den Übergang heller zu machen, die Risse in der Matrix größer zu machen, damit das ursprüngliche, lichtvolle der Urquelle noch stärker fühlbar wird auf der Erde. Du bist kein Opfer, du warst es nie und wirst es nie sein. Du wirst diese Worte immer wieder aus vielen, vielen Mündern von vielen, vielen Seelen jetzt auf Erden hören. Du wirst von vielen hören, die sagen, bitte, bitte, komm zurück in dein ursprüngliches, lichtvolles Einssein. Komm zurück in dein Potenzial. Menschen, die ihr volles Potenzial leben, werden jetzt gebraucht. Und das ganze Universum, der gesamte Kosmos hilft euch, hilft allen, die auch anderen helfen wollen, hilft allen, die das neue Zeitalter erschaffen wollen, die nicht warten wollen, dass andere das Zeitalter für sie erschaffen, sondern die aktiv mithelfen wollen. Jeder Gedanke zählt. Stell dir vor, wie deine Liebe und dein Licht aus dem Mittelpunkt der alten Matrix, sozusagen aus dem Supercomputer, der aus Millionen, Milliarden von Menschen besteht, tief hinein in die alte Festplatte ganz viel positive Energie hineinlenkt. Und diese Energie wird sich verbreiten, wird alle Seelen berühren, wird etwas verändern. Das Wort Matrix ist nur ein Begriff für Schöpferkraft, die aktiv fühlbar wird in diesem Leben, das du gewählt hast. Du kannst aktiv teilnehmen oder beobachten. Es liegt bei dir. Du kannst erschaffen. Nie war es einfacher zu erschaffen. Das ganze Universum steht dir zur Verfügung. Nicht nur dein Heimatstern Sonne mit seiner hohen Energie, die gerade jetzt den Wandel unterstützt, sondern alle Sonnen, alle Systeme bündeln sich jetzt, um im Kosmos einen Quantensprung herbeizuführen. Einen Quantensprung, den du als Seele mitnehmen kannst, mitnutzen kannst, den du als Seele mitzelebrieren und fördern kannst. Es ist einzigartig, was jetzt geschieht, denn noch nie haben so viele Seelen in dieser Illusion, in dieser geschaffenen Kraft, in der ihr Erfahrungen machen könnt, gleichzeitig dafür gebetet, gewirkt, gearbeitet, manifestiert. Aus allen Teilen der Erde finden sich Menschen über das Internet und auch live zusammen, um für das neue Zeitalter zu wirken. Es gibt nicht den einen Zeitpunkt, dies zu tun, um die Matrix zu verändern, sondern es gibt deinen kostbaren Impuls. Wann auch immer, denn Raum und Zeit sind nur menschliche Konstrukte,
die Ewigkeit zu verstehen, menschliche Gedankenkonstrukte, um das zu erfassen, was nicht zu erfassen ist, sondern was zu fühlen ist. Du bist hier, um zu fühlen und dann zu handeln nach deinem Gefühl, nach deinem Ermessen, nach deinem freien Willen. Nutze die pure, extreme, wie ihr Menschen sagt, rekordverdächtige Energie, die jetzt da ist, um im Kern der alten Matrix viele, viele Sonnen leuchten zu lassen. Denn diese Kugel, die du lossenden kannst, wirkt wie eine Sonne. Du hast das Dunkle ins Lichtvolle verwandelt, pure Schöpferkraft, und hast es in Liebe gesendet. Pure Liebe, pures Licht. Das ist das, was verändert. Wenn du willst, sei aktiv. Wenn du beobachten willst, beobachte. Jeder schöpferische Akt wirkt jetzt um ein Vielfaches stärker als je zuvor. Und es hat gerade erst begonnen. Sorge gut für dich. Bleib ausbalanciert und sammel die Kraft, die dir zur Verfügung steht, die immer um dich herum ist. Du bist eine göttliche Seele. Du wirst immer geliebt, denn du bist pure, aktive, leuchtende Liebe. Sei dir dessen immer gewiss. Bis zum nächsten Mal. Deine Sonja Ariel.